den Grantler vom Dienst, würde ich sagen, oder? Also, machst du das gern, oder? Ja. Schon. Ein bisschen rollentypisch. Ja. Also ich verkörper einiges. Zuerst mal den Neuklugen, dann einen Deutschen, also eigentlich auch nur Volltrotteln, aber okay, die einfach nur verarscht werden, aber das passt eh zu mir. Mhm. Ja genau, sechs verschiedene Rollen. Jede ist in ihrer Form irgendwie anders und das macht jeder gleich viel Spaß irgendwie. Naja, also das, was ich eh irgendwie im Programm einmal gesagt habe, es ist so vieles, was eigentlich so aktuell ist, was gesellschaftlich ein bisschen erschreckend ist, wenn ich mit Nummern aus den 30er und 50er Jahren punkten kann, aber es funktioniert halt einfach, weil es einfach noch immer einen aktuellen Bezug hat. Mhm. Und das finde ich schon recht interessant dran. Und jetzt komme ich ja auch ein bisschen vom Kabarett und sage, das ergibt sich dann gut, das ist auch so ein bisschen zu sehen, wie sich das entwickelt hat und so. Ich glaube, das ist auch ganz eine gute Art, das zu transportieren. Mit Humor, aber doch ein bisschen mit einem Tiefgang. Ne? Na, das auf jeden Fall. Wir haben auch eine etwas härtere Nummer drin, das dann auch ein bisschen so wirklich die Zeit erklärt, die auch damals so stattgefunden hat und dass das halt nicht immer nur alles lustig war. Aber natürlich im Hauptpunkt machen wir halt unsere lustigen Nummern von Farkas, Waldbrunn und auch sehr sozialkritisch und sehr politisch, aber auch wirklich zum Nachdenken da und halt wirklich zum Lachen. Ein Direktor, der nicht weiß, wie es geht, wo wollen Sie den herbekommen? Gibt eh genug. Volkstheater, Burgtheater. Und jetzt raus! Was würdest du sagen, warum sollte man sich das Stück anschauen? Ja, weil es wirklich einfach sehr vielseitig ist und weil es irgendwie wirklich so von den 30er bis in die 70er Jahre die ganze Geschichte des österreichischen Kabarets abbildet. Mhm. Und weil sowohl unbekanntere als auch bekanntere Nummern dabei sind, ernstere, dann halt natürlich hauptsächlich lustige, aber auch Nummern mit Tiefgang, wie schon gesagt. Und natürlich auch Lieder dazwischen, denen die Leute ja das in den Leuten ja richtig gut taugt meistens, die das Ganze auflockern und das ist, glaube ich, einfach ein lässiges Programm. Ja. Warte, schlage ich erstmal und schleich mich aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar. Denn wir machen ein paar Kerle und den Schädel wieder klar. Kabarett ist etwas, was eigentlich immer existiert hat. Und sogar in die schlimmsten Zeiten, eine gewisse Zeit nicht, da hat man es nicht machen dürfen oder zumindest nicht so, wie man es gerne gemacht hätte. Aber im Großen und Ganzen ist das Kabarett, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, oder? Das stimmt, also tatsächlich hat es sogar in der schlimmsten Zeit welche gegeben, die auf sehr subtile Weise diese Angriffe geritten sind. Das hat mir, also das ist natürlich auch immer sehr interessant. Natürlich geht in einer Zeit, wo man sich frei äußern kann, mehr. Andererseits finde ich, ist es auch immer das Interessante daran, dass da, wo die Zensur da war, ist dann oft die Spitze oft wesentlich schärfer gekommen, weil sie halt so unter die Bande gespielt wurde. Und ich finde es mal ein bisschen, schauen wir uns, dass man nicht abflacht, wenn man alles sagen darf. Mhm, das ist eben auch das Interessante an der Herausforderung. Aber ja, Kabarett ist sicherlich eine sehr wichtige Sache und dann geht wahrscheinlich zurück auf den Nestreu oder so. Ich wollte gerade erwähnen, ja. Genau. Deine gewesene Pizza Lomacek. Diese Bestie. So, jetzt will ich aber wissen, warum sie hupfen wollen. Wer ist es? Ich Volltrottel hab die Pizza Lomacek geheiratet. Jetzt haben wir einen Mann mit den flinkesten Fingern Österreichs. Was sagst du denn, Stück? Ja, Stück ist es ja keines. Es ist eine Ansammlung von Sketches, wo man
ins Volle greift. Teilweise Klassiker darunter, teilweise auch eher unbekannte Sachen. Also die Geschichte von Horvath ist mir zum Beispiel nicht bekannt gewesen. Aber was mir an diesem Programm gefällt, ist, dass die Sketches, die natürlich uns in den Ohren sind von den Originalautoren, dass die gespielt sind. Und das ist für mich eigentlich das nächste Level, das nächste Niveau. Also Sie sehen, man darf das Leben nicht zum Negativ sehen. Die Welt hat doch auch ihre schönen Seiten, wenn man sich die Welt nicht zu genau anschaut. Ja, Karl Farkas hat das gemacht, also die Welt genauer betrachtet. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum man zum Thema Optimismus einen eher skeptischen Zugang gehabt hat. Nicht? Das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass er selbst auch die Nazi-Zeit nur sehr knapp überlebt hat. Aber alles in allem kann man seinen Zugang zum Optimismus in etwa mit seinen Worten ausdrücken. Ein Pessimist ist ein Mensch, der zu viel mit Optimisten zu tun gehabt hat. Wie Sie im nächsten Sketch gleich sehen werden. Dass ich da mitmachen darf und teilweise Pausenclown bin, das musikalischer Pausenclown, macht mir Spaß, weil mit den Kollegen auf der Bühne zu stehen, ist wirklich eine runde Sache. Und ich bin ja tatsächlich die längste Zeit auf der Bühne und sehe das erste Reihe fußfrei, also mir gefällt es. Was liegt das wohl, gell? Woran liegt es? Ja, viel zu wenig Vorhänge, die zugehen. So, gleich schon recht herzlichen Dank. Kann man also im Kabarett und auch vor allem Stücke, die sich ein bisschen kritischer austragen und kritische Sachen bringen, sind ganz wichtig. Mhm. Und auf jeden Fall sehenswert und anschauen, kann ich nur sagen. Lässt man den Lessing vom Mantel runter. Ja? Ich putze zwar einen Rußfleck von der Nase, aber ich biss mal den Finger picken. Unsere Knochen werden zu Gewerbematerial umgewandelt. In den Klebefabriken wird Leim daraus gemacht. Und wir picken mit Michelangelo. Und wenn ich eine Briefmarke befeuchte, vielleicht schlecke ich gerade den Ibsen der Länge nach ab. Ne? Winzige Moleküle von Schopenhauer fliegen in der Luft herum. Goethe, Mozart, Shakespeare, Atome liegen im Kolonia-Kübel, werden in den Lumpenmühlen zu Papier verarbeitet, Backpapier, Notenpapier, Zeitungspapier. Stellen Sie mal vor, vielleicht schreibt Andreas Cavalier gerade eine von seinen Liedern auf Mozart. Ja? Wir packen Romane von John Grisham in Goethe ein und dieses Drecksblatt wird auf Shakespeare gedruckt. Schrecklich! Ja, das hier ist der Shakespeare! Das ist der Shakespeare, jetzt bitte hör's auf! Nein, Sie müssen endlich aufhören. Sie müssen endlich aufhören, immer zu jubeln und zu frohlocken und zu lachen und alles herrlich zu finden. Die Sonne scheint doch wirklich und die Vögel zwitschern. Ja, die Vögel zwitschern. Was sollen die depperten Vögel sonst machen? Klavier spielen?